Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video. In diesem Beispiel suchen wir die Geradengleichung jener Funktion, die durch die beiden Punkte a und b verläuft. Wir suchen eine lineare Funktion natürlich. Eine lineare Funktion ist immer von der Bauart y ist gleich k mal x plus d. Das heißt, wir suchen die beiden Parameter k und d. Wir beginnen mit dem Parameter k. Dieses k, die Steigung, bildet sich aus dem Differenzenquotienten Delta y und Delta x, wobei dieses Delta y und Delta x folgendermaßen sich zusammenstellt. Das Delta y ist die Differenz der y-Werte. Also wenn hier y1 ist und hier haben wir y2 und das Delta x ist die Differenz der x-Werte, also x1 und x2. Stift hat man jetzt nicht gut gesehen, ich probiere es vielleicht mit dem noch einmal. Ja, ist besser, x1 und x2. Das heißt, Delta y ergibt sich aus y2 minus y1 durch die Differenz der x-Werte, also x2 minus x1. Jetzt setzen wir die Werte ein, also y2 ist 8 minus y1 ist 2 durch x2 ist 6 minus x1, Vorsicht, das ist ein minus 3, also machen wir eine Klammer, minus minus 3. Wir erhalten hier dann 6 durch 6 minus, minus 3 ist 6 plus 3, also 6 Neuntel oder auch 2 Drittel. Und wir haben jetzt die Steigung dieser linearen Funktion ermittelt. Jetzt fehlt uns noch der y-Abschnitt. Dieses d, den bekommen wir folgendermaßen. Wir kennen ja mittlerweile schon die Steigung k, also 2 Drittel mal x plus d. Wir kennen natürlich auch noch zwei Punkte dieser linearen Funktion, sowohl a und b. Das heißt, wir können von einem von diesen beiden Punkten die x- und y-Koordinaten hier einsetzen. Ich entscheide mich für den Punkt B, also der y-Wert ist hier 8, ist gleich 2 Drittel mal der x-Wert ist 6 plus d. Jetzt können wir hier doch kürzen, wir halten 8 ist gleich 4 plus d. Wenn wir diese einfache Gleichung lösen mit minus 4 erhalten wir 4 ist gleich d und wir haben soeben den zweiten Parameter bekommen und jetzt brauchen wir nur mehr die Geradengleichung aufzustellen in expliziter Form. Y ist gleich Steigung 2 Drittel mal x plus den y-Abschnitt 4 und wir haben die Aufgabe gelöst.